Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Heute unternehmen wir unseren ersten Rundflug auf Sizilien. Wir wollen uns die Liparischen Inseln anschauen und natürlich auch eine Runde um den Ätna drehen. Die dortigen Lufträume sind einfach gestrickt, allerdings wollen wir heute den Einschränkungen von Catania und Sigonella ausweichen und fliegen deshalb in einem weiten Bogen westlich daran vorbei. Ein kleiner militärischer Korridor, durch den wir hindurch müssen, gleich zu Beginn nach dem Start, macht uns noch Kummer. Aber Roberto wischt unsere Bedenken vom Tisch und meint, da könnten wir einfach hindurchfliegen. Na prima, also auf geht's. Wir lassen den Vulkan zunächst rechts liegen und widmen uns diesem Highlight auf dem Rückweg. Zunächst geht unser Flug also hinaus aufs Meer. Etwa 20 Kilometer vor der Nordküste Siziliens liegen die Äolischen Inseln, wie sie auch genannt werden. Auf den sieben insgesamt gut 115 Quadratkilometer großen bewohnten Eilanden wohnen knapp 14.000 Menschen, zusammen also so groß wie eine mittlere Kleinstadt. Alle Inseln sind ehemalige Vulkane und gehören zu einer Kette, die sich vom Vesuv bis zum Ätna erstreckt. Der Vulkan Stromboli auf der gleichnamigen Insel ist heute der einzige ständig tätige Vulkan in Europa. Und seit dem Jahr 2000 gehören alle Inseln zum Weltnaturerbe der UNESCO. Natürlich wollen wir auch dem Stromboli einen Besuch abstatten, aber wir haben großes Pech. In der Z602, dem roten Flieger hinter uns, zeigt ausgerechnet jetzt ein Anzeigeinstrument im Cockpit seltsame Werte an. Aus Sicherheitsgründen drehen wir direkt um und ändern den Kurs in Richtung des kleinen Flugplatzes Minotaurus e Medusa, der nur gut 10 Minuten entfernt ist und den wir notfalls auch im Gleitflug erreichen könnten. Nach einer ausführlichen Analyse kommt die Crew dann aber zu der Erkenntnis, dass es sich wohl um eine Fehlfunktion des Anzeigeinstrumentes handeln muss, denn Motorverhalten und andere Daten sind einwandfrei. Wir fliegen also weiter. Allerdings für den Stromboli ist es nun leider zu spät. Das würde unsere Kraftstoffplanung etwas durcheinander bringen. Aber nun ist es endlich soweit.
Der Ätna baut sich majestätisch pompös vor uns auf. Um auf Krateranhöhe zu fliegen, müssen wir nun auf 10.000 Fuß steigen, die wir hier ohne weitere Freigaben fliegen dürfen. Was nicht nur einen besseren Überblick schafft, sondern darüber hinaus auch den Vorteil hat, dass sich die Luft von knapp 40 auf angenehme 25 Grad abkühlt. Wir passieren zunächst auf der Nordostseite das Restaurante Monte Conca und das Rifugio Citelli, ein Bistro. Und ein paar Minuten später überfliegen wir die eigentliche Touristenattraktion, das auf 1910 Meter Höhe am Südrand des Vulkans liegende Rifugio Sapienza. Bis hierher kann man mit dem Auto fahren. Danach geht es mit einer Kabinenseilbahn weiter bis auf 2500 Meter. Dort steigt man um in einen geländetauglichen Kleinbus und wird bis auf eine Höhe von 2900 Metern gefahren. Dort ist dann Endstation für Touristen. Von hier sind es dann nur noch gut 400 Meter bis zum Gipfel. Auf genau dieser Höhe befinden wir uns jetzt gerade. Und was soll ich sagen? Dieser Ausblick ist schlicht überwältigend. Durch seine Höhe und Größe, sowie durch die sich an etlichen Stellen durch Qualm bemerkbar machenden Naturgewalten, nimmt der Ätna ganz klar die Nummer 1 auf der Erlebnisskala für sich in Anspruch. Der Heimflug ist nur noch Formsache. Wieder umfliegen wir die beiden Kontrollzonen westlich, besuchen zwei weitere Dörfchen und eine Schlucht und landen eine Dreiviertelstunde später wieder in Siracusa.